Dann einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Non-Farm Payrolls NFP Live Trading mit Dirk Hilger und FX Flat. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich freue mich, dass ich heute wieder dabei sein darf und begrüße Sie im Namen von FX Flat. Heute komplett aus Köln. Dirk und ich sitzen heute in Köln und veranstalten das Webinar. Auch mal eine Premiere heute. So, nichtsdestotrotz. Einmal kurz den Risikohinweis besprechen. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungszwecken. Bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig davon, ob der Dirk heute ein Trade macht oder nicht. Ja? Gut, dann, lieber Dirk, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Ich hoffe, das klappt jetzt wenigstens. Ich versuch's. Irgendwas wird schon funktionieren. Irgendwas wird funktionieren, ja. Okay. Mal gucken, was. Ja, sieht doch erstmal. Sieht erstmal so aus, als würde zumindest das mal funktionieren. Also voraussetzung, wenn du jetzt ein Bild hast, dann ist soweit alles fein. Ton hast also du auch? Ich habe dir eigentlich alles übergeben. Interessant. Ja, jetzt sehe ich auch. Prima. Heute ist bei mir alles ein bisschen langsamer. Okay. Okay. So. Dann sage ich erstmal Hallo und Tag und herzlich willkommen. Ich habe es ja angekündigt, ne? Mangels Friseur gibt es jetzt mich entweder nur noch mit Glatze, mit Mütze oder mit Pferdeschwanz. Es geht anders einfach nicht mehr. Aber ohne Schutzmaske. Ja, genau. Dafür habe ich heute mal wenigstens mein Hemd angezogen. Und um das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Also das ist ja halt echt ein Problem. Ich glaube, das haben wir momentan ja auch wirklich alle. Und nur bei mir war halt echt das Timing so, ich wollte halt irgendwie sowieso noch irgendwie vor, wann war das jetzt, 3 Wochen oder wann es losging, der Quatsch, noch zum Friseur, weil ich so da schon irgendwie dringend musste und dann hieß es plötzlich, ja, ist alles zu. Ja, und das ist dann halt das Ergebnis, dass man halt so ein bisschen wie ein Neandertaler dann halt langsam rumläuft. Aber gut, auch erstmal, hallo Nelson, schön, dass du wieder da bist. Ist ja, ganz ja cool. Danke, danke. Ja, hier funktioniert die ganze Technik gerade nicht. Ich muss ein bisschen improvisieren. Aber ich bin da, ich verlasse dich nicht. Ich freue mich, dass ich wieder mit dir das Webinar machen darf. Ja, finde ich auch schön. Du warst ja lange jetzt erstmal weg, relativ, also gefühlt eine Ewigkeit, bestimmt 2 Jahre oder so. Ich habe mich genau aufgepasst. Minimum, Minimum. Kommt, glaube ich, hin. genau, ich muss nur gucken, bei mir springt hier irgendwie ab und zu das andere Mikro an. Ich hoffe, das passiert nicht gleich nochmal. Da gibt es hier so ein doofes Brummen. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir haben ja heute NFPs. Ich sehe auch, es ist echt viel los heute. Also das ist hier, glaube ich, gerade schon Rekordniveau von der Teilnehmeranzahl. Was ich da sehe, bin ich ja ganz aufgeregt. Bin ich aber auch ehrlich gesagt sowieso ein bisschen, muss ich echt gestehen, war vorhin so ein bisschen nervös, weil ich gedacht habe, so momentan, ich komme momentan nicht so wirklich dazu, Intraday zu handeln. Deswegen habe ich so ein bisschen mehr Abstand zum Markt. Und ich weiß noch nicht, ob das gut ist. So generell habe ich ja immer noch die gleiche Idee wie letzte Woche, werde ich auch gleich nochmal beschreiben und mal gucken, ob ich in den Markt reinkomme. Ich komme jetzt nur unfairerweise, das wird man gleich sehen, mit einem Short Trade da rein. Ich habe halt vorhin gedacht, so ey, irgendwie das Ding rennt hier die ganze Zeit sowieso nur auf der Stelle, verkauf halt mal das letzte Hoch. Wir werden halt gleich irgendwie rausfinden, ob das gut war oder nicht und werde sowieso jetzt halt den Markt dann mal beschreiben. Wir machen es heute so ein bisschen anders. Ich werde jetzt erstmal kurz den Dow nochmal zeigen, weil den kriege ich nicht so gut zu greifen wie den DAX. Deswegen da halt auch jetzt erstmal kurz eine Short-Position aufgemacht. Aber werde nachher dann halt hier mal ein Bild zeigen, wo wir halt ein bisschen mehr Überblick haben über die Gesamtsituation. Ich muss hier mal kurz umstellen. So, okay. Und weil da natürlich doch so einiges zusammenkommt. Heute ist natürlich so, sind jetzt die ersten NFPs eigentlich, die so mitten in die Krise halt reinballern. Also vor 4 Wochen war es ja halt noch irgendwie am Anfang, war zwar natürlich auch schon alles nicht gut, aber das ist natürlich hier schon eine andere Nummer. Und ich fürchte halt auch, dass wir halt recht viel Volatilität bekommen, weil natürlich die Märkte so die letzten Tage doch ziemlich auf der Stelle gestanden haben. Und das spricht eigentlich schon dafür, dass es halt nachher mal ein bisschen rund geht. Und ich bin halt wirklich gespannt, wie sich das auswirkt. Und also wie gesagt, das wäre jetzt halt so meine Vermutung, aber mich würde es jetzt nicht wundern, wenn wir da heute so in Sachen Vola wirklich mal so ein paar Rekorde hier irgendwie geschlagen kriegen. Vielleicht täusche ich mich da halt auch. Wir werden sehen.
Genau, das heißt, ich werde halt gucken, also wenn es irgendwo noch einen Live-Trade gibt, werde ich den natürlich auch noch machen, jetzt mal ungeachtet von dem, den ich halt jetzt hier erstmal drin habe. Ist aber natürlich nicht gesagt, das hängt natürlich auch immer davon ab, deswegen natürlich auch ganz wichtig für die Anfänger oder halt die, die vielleicht hier zum ersten Mal dabei sind und irgendwie auch unbedingt was suchen. Ich sag mal, generell ist ja das, was ich halt mache, im Schnitt ist es ja halt durchaus profitabel. Das kann man ja auch nachvollziehen, sei es jetzt in den Webinaren oder halt von den Postings und so weiter. Das passt halt schon. Trotzdem kann es natürlich immer mal sein, weil natürlich der Faktor Zeit einfach mitspielt, dass ich halt zum Beispiel irgendwie einen Trade aufmache, der dann einfach zu früh ist, ja, und der dann erstmal ausgestoppt wird und dann ist das Webinar vorbei und ist natürlich doof, wenn man versucht hat, das irgendwo nachzuvollziehen oder nachzubauen. Und dann geht es halt eben recht oft dann auch nachher dann halt erst auf. Also irgendwie 1, 2 Stunden Versatz. Hatten wir auch schon oft. Beim letzten Live-Training hier war es ganz genauso. Im Webinar hat es halt nicht funktioniert. Und ich habe dann nachher noch einen Livestream bei YouTube drangehangen und wo das Ding dann halt wirklich extrem gut aufgegangen ist und alles aufgegangen ist, was ich halt morgens beschrieben habe. Und das kann halt hier natürlich auch immer so ein bisschen sein. Deswegen, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt funktionieren muss. Aber generell geht es ja auch so ein bisschen eher darum, halt hier so die Richtung halt irgendwo auszuloten, jetzt für die nächste kurzfristige Positionierung, die im Idealfall dann natürlich halt auch ein paar Tage halten kann. Ne? Das ist halt eben ganz wichtig und deswegen auch der Hinweis, kann ich immer nur noch mal unterschreiben. Das ist also keine Formalität, sondern das ist schon ernst gemeint, das ist keine Empfehlung. Man muss dann halt schon irgendwie gucken, dass wenn generell, egal welche Strategie man macht, man muss ja halt dann irgendwo konsequent so eine Strategie dann auch fahren. Und da gehören halt zu jeder auch eben auch Verluste dazu. Ganz wichtig. So, aber kurze Rede, langer Sinn. Ich switch mal hier auf meinen Schirm. So, geht mal mein Mikro an. So, die Fragen eben ein. Ich hoffe jetzt nur, die poppen jetzt nicht auf dem falschen Bildschirm auf. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr dabei. Falls ja, muss ich hier kurz auf den Knopf drücken. Moment. Nee, das ist gut. Okay, so, also erstmal hier im DAO, ja, sieht man, das ist halt auch jetzt eine überschaubare Position, wobei 0,5 ist bei der Vola echt nicht wenig, generell. Also was da halt teilweise dann an PL da am Tag halt durchgeht, das ist halt echt durchaus nicht zu unterschätzen. Genau, ja, sehr schöner Trading-Background, aber ich bin ja generell auch immer ein Feind von nachträglichen Trades, ne? So nach dem Motto, guck mal, habe ich gemacht, ich bin ganz toll, das ist natürlich totaler Quatsch. Ne? Also es war wirklich vorhin irgendwie so kurz, bevor ich den Rasierapparat angeworfen habe, gedacht, ey, komm, da oben ist das letzte Hoch, das kannst du jetzt einfach mal shorten und vielleicht funktioniert das ja. Und ich habe aber auch vorher einen halt daneben gegriffen, den sieht man ja hier auch. Ne? Also einmal vorher war schon halt falsch, deswegen ist halt bei solchen Trades dann auch immer die Frage, was war denn davor? Und sieht immer gut aus, wenn man offen Trade hat, sagt aber nichts. Gar nichts aus. So, also der DAO. Ich schnappe mir den erstmal jetzt hier in der Stunde. Und mal gucken, wie ich das Bild hier komplett zusammenkriege. Bisschen kleiner machen wahrscheinlich. Ne, wir haben hier oben jetzt einfach deswegen halt auch der Short, weil der tingelt ja die ganze Zeit wirklich nur auf der Stelle. Und hier oben war halt letzten Endes ja nichts anderes als irgendwie so ein Widerstand und deswegen nichts anderes macht er ja halt. Und dann macht es natürlich Sinn in so einer Range, ne? Das ist ja einfach nur die Oberseite von der Range, die wir hier die ganze Zeit haben. Klar kann man da halt mal shorten. Das ist jetzt aber halt auch keine Zauberei, sowas dann halt zu finden. Und deswegen ist es halt erstmal soweit legitim. So, 20.410, habe ich hier das Cluster? Ah doch, da ist es doch. So, hier mal ein bisschen mehr Überblick. Also, da unten ist halt so ein Support-Cluster, was halt schon ein paar Jahre halt eben auch alt ist. Und was sich aus den Fibos seit dem Anstieg von der Trump-Wahl ergibt. Und das hat er halt erstmal, gucken wir uns hier noch ein bisschen kleiner kriegen, auch erstmal eine Zeit lang, das passt hier nicht mehr rein, recht deutlich verteidigt, immer wieder reingestoßen, immer wieder abgeprallt und immer wieder halt nach oben. Also generell, ne, hier zwar mal verkauft, aber eben entsprechend auch wieder ordentlich mit Bewegung dann auch zurückgekauft und da hängt er jetzt halt so unten dran. Was mir halt, gut, M15 ist natürlich jetzt hier nicht so sinnvoll, Moment mal. So, die Stunde soll es ja sein. Sondern halt, gucken, das Bild nochmal kommt. Ja, da ist es. Okay. Sondern hier in der Stunde sieht man es natürlich jetzt
deutlich besser. Mein VPS versprochen, ich schmeiß den demnächst weg. Das ist wirklich teilweise unterirdisch, wie sich da halt die Bedienung anfühlt. Das ist wirklich grausam. So, hier Trump Zero Level, ne? Das heißt, da unten war halt der Tag nach der Trump-Wahl. Der ist da unten an der Stelle gestartet und deswegen habe ich die halt natürlich auch im Auge. Und das heißt dann halt eben auch mal übersetzt, egal wie heftig der Crash bis jetzt war, der Dow war noch nie im Minus, noch nie, seit der Trump-Wahl noch kein einziges Mal. Und ist hier immer noch fett im Plus. Das heißt, der hat schon Luft nach unten. Ich will den aber jetzt natürlich auch nicht unbedingt nach unten beschwören, weil ich diesen ganzen Crash hier natürlich auch nicht besonders als nicht besonders positiv empfinde, ne? Also mir wäre schon lieber, das Ding wird mal irgendwo drehen und halt mal nach oben reagieren. Und aber letzten Endes muss ich ja trotzdem halt auch versuchen, hier irgendwo mitzugehen. So, und was halt hier natürlich am meisten ins Auge fällt, ist die 19.900. Das sieht man ja hier in dem Bereich. Da gab es halt mal, ich muss die Zeit ein bisschen im Auge behalten. Ne, da kam man kurz bevor halt hier das Level erreicht hat, den Nullpunkt sozusagen, gab es exakt dorthin den Abpraller, keine neuen Tiefs, dann durch und hier ein kleiner Backtest. Und der hätte schon nochmal Platz, nochmal da unten aufzusetzen und dann halt auch nochmal den Anstieg zu versuchen. Das ist so mein Wunschszenario. Ist natürlich jetzt nicht gerade irgendwie um die Ecke, 19.900, das sind immerhin 1.300 Punkte. Aber was haben wir nicht alles schon gesehen, halt die letzten Tage? Jetzt vorgestern und gestern halt jetzt nicht unbedingt, aber letzte Woche sah das ja alles ein bisschen anders aus. Von daher ist das durchaus machbar. Und das heißt, ich will eigentlich eher longen, aber nicht hier. Das gefällt mir halt nicht. Also generell, von mir aus kann er meinen Short wirklich abschießen und dann nach Norden ziehen, wenn das halt insgesamt die Lage in der Wirtschaft verbessert. An mir soll es da nicht liegen. Und im Gegenteil, aber ich fürchte halt einfach, dass auch wegen der Range, man sieht es ja halt auch hier, ne, hoch, kein neues Hoch, stundenlang versucht und dann halt hier unten kommt halt nicht so wirklich was auf. Und daher macht es eigentlich schon Sinn, wenn der nochmal halt zumindest mal die 410 hier nochmal andippt oder halt eben im ärgsten Fall sogar die 19.900. Und ab da hätte der für meine Begriffe auch nochmal die Chance, nach oben zu drehen. So, und deswegen halt auch hier auch der Short erstmal, ne, weil natürlich schon die Chance besteht, dass wir da halt nach unten laufen. Ich sichere den einfach jetzt nur mal eng ab und gehe jetzt mal hier um 14:30 mal in die Gesamtbetrachtung rüber und gucken wir es hier mal an. Also es ist jetzt halt noch ein paar Sekunden und mal gucken, wie die ganzen Märkte hier reagieren. Ich habe halt hier oben Gold auf, steht ja auch überall dran, ne? Öl, was jetzt natürlich mit den NFPs weniger zu tun hat, den S&P an der Stelle. Minus 701.000. Ja. Und ja, reagiert aber schon recht. Ja, okay. Also momentan halt eigentlich noch überschaubar von der Reaktion. Bin mal gespannt, wie sich das jetzt gleich auflöst. Ja, und der Euro halt, ja, aber geht eigentlich. Habe ich mir ein bisschen gedacht, wir kriegen mal irgendwie ein Gap oder so, aber kommt halt irgendwie gerade nicht wirklich. Aber was nicht ist, kann halt noch werden. Ne? Also er hängt halt einfach auch jetzt trotz der Zahlen immer noch hier in der Range halt fest. Und irgendwie hängt mein Gold da oben auch fest, sehe ich gerade. Es klemmt so ein bisschen. Also hätte ich jetzt schon erwartet, dass wir da halt ein bisschen mehr Alarm kriegen. Ja, ich schreibe gerade jemand, die 20.410 war noch die Briefmarke. Die müsste jeder aus der Gruppe haben. Also wenn ich mir die Teilnehmerzahlen hier angucke, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass hier mindestens fünfmal so viel da sind, wie sonst halt eher in der Gruppe unterwegs sind. Von daher kennt die natürlich nicht jeder und deswegen muss ich da halt schon ein bisschen genauer drauf eingehen. So, aber generell, die Käufer halten sich da unten zurück. Ne? Im S&P sieht man es ja halt genauso. Deswegen habe ich den halt hier auch mal drin, weil natürlich der schon so ein bisschen maßgeblicher ist als jetzt nur der Dow. Zumal dort halt einfach auch mehr Volumen gedreht wird. Und aber auch dort einfach nur mal kurz unter die Stunde drunter. Und kann natürlich jetzt sein, dass es halt irgendwie auch tatsächlich dann halt einfach jetzt eine halbe Stunde dauert, bis ich da jetzt halt was entscheidet. Also wie gesagt, ich hätte gedacht, es wird halt deutlich mehr, aber ist scheinbar irgendwie gerade nicht der Fall. Das
Im Euro sieht man halt auch, ne, der plätschert halt nur noch vor sich hin. Wer da halt irgendwie einen Long sucht die ganze Zeit, ich glaube, der tut sich da keinen Gefallen damit. Und das erkläre ich mal ganz kurz, weil hier gibt es ja momentan jetzt erstmal gerade nichts zu tun in dem anderen Markt. Den DAX habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, der wird aber ähnlich wie der DAO auch so ein bisschen mehr auf der Stelle halt treten. Gucke ich mal gerade hier. Parallel habe ich hier das iPad hier noch auf. Ja. Passiert also auch gerade nicht so viel. Der Euro, da habe ich ja irgendwann, glaube ich, vor einer Woche oder so mal geschrieben, so ich bin bei 1,08 irgendwie short gegangen. Der ist auch zeitlich, also das war natürlich was heißt ungehebelt? Also eigentlich habe ich nichts anderes gemacht als Cash in Dollar getauscht. Und weil mir der Euro nicht geheuer ist. Und da muss man halt ein bisschen mit Geduld unterwegs sein, aber generell, nur weil der mal kurz reagiert hat, ist der halt nicht long, ne? Das ist halt irgendwo klar. Aber jetzt gucke ich trotzdem, wenn der jetzt hier so weitermacht, gucke ich trotzdem mal gleich in den DAO noch mal rein. Der reagiert schon so ein bisschen arg da unten. Und zwar aus einem einfachen Grund. Also generell, ich denke mal, fundamental müssen wir nicht drüber reden, was da mit dem Euro gerade los ist, weil was da halt eben seitens EZB und halt einfach generell von der Politik da halt irgendwie angedacht und schon angedacht wurde und schon angegangen ist. Das spricht ja nicht gerade, boah, ich hasse das, ne, dieses Nachladen. Was haben die sich nur dabei gedacht, wozu das gut sein soll? Jetzt muss ich ja irgendwie eine Viertelstunde warten, bis die Daten hier irgendwie vollständig sind. Aber ich sehe schon, ne, der hier, bin hier kurz nochmal im DAO zurück. Ich lasse den jetzt einfach mal über dem Hoch hier drüber. Wenn das macht, ist gut, wenn nicht, auch okay. Ist natürlich ordentlich was an Punkten dann halt schon verschenkt, das ist schon klar, ne? Also müssen wir nicht drüber reden. Also, der Euro im Wochenchart, weshalb ich da halt auch sage, rein vom Bild her, mal alle Überlegungen wirklich komplett außen vor gelassen, ist es halt einfach so, dass der, ich hoffe, ich habe hier wirklich, jetzt bin ich gerade rausgeflogen, okay, aber ein Plus, ja, immerhin. Also ist es halt einfach vom Bild generell halt so, wenn man sich einfach nur mal die ganze Geschichte hier anguckt, die ganze Bewegung von da oben runter, das ist halt einfach durchgehend nur Short. Seit 2017 ist der nur am Fallen. Und das Einzige, was er hier gemacht hat, ist halt damals auf dem letzten Cluster da in dem Bereich, ich hoffe, man kann das halt erkennen, da halt mal irgendwie kurz aufgesetzt und das war's dann halt. Ne? Und da versucht zu reagieren, aber halt eben auch ohne Erfolg. Und das Einzige, was wir halt hier sehen, deswegen bin ich da halt auch total entspannt mit meiner Short-Position. Das Einzige, was wir hier sehen, ich mach's mal ein bisschen größer. Und dann mal genau hinguckt, im Wochenchart wohlgemerkt, dann sieht man hier eigentlich nur einen Außenstab. Das heißt, also hier die Aufwärtsbewegung, die jüngste, das war ein Fehlausbruch. Da oben gab es die Antwort dann halt nach unten, das Ganze verlängert hier mit einem Außenstab, der ein neues Tief gemacht hat. Und die letzte Woche hier einfach, das war nur Korrektiv, nichts sonst. Und deswegen gehe ich eigentlich schon davon aus, dass der entweder heute noch oder dann halt spätestens nächste Woche dann auch hier unten durchfällt und einfach nur die angefangene Bewegung hier fertig macht. Wohin der läuft, keine Ahnung. Also ich meine, da ist halt nach unten einfach Luft bis null, ne? Und es klingt jetzt zwar natürlich ein bisschen böse, aber ich glaube, so ganz weltfremd ist die Überlegung ja nicht. Ich meine, wenn halt hier in dieser ganzen Geschichte, wenn die halt so in der Finanzpolitik da halt weiterfahren und der Euro, der sowieso schon im Negativzins unterwegs ist, und wenn die dann halt weiter hingehen und hier einfach Geld drucken, wird der Euro am Ende dann halt natürlich nicht unbedingt mehr wert. Ne? Klar, machen das andere Länder auch. Darf aber nicht vergessen, der US-Dollar ist halt die Weltwährung sozusagen. Und der Euro hat eben nichts. Der Euro ist halt ein Konstrukt, ja, ein politisches Konstrukt, das sich halt irgendwelche findigen Politiker irgendwann mal überlegt haben und entgegen aller Vernunft dann irgendwann die Welt gesetzt haben. Deswegen kann es natürlich halt auch einfach sein, dass der Euro wirklich halt crasht und zwar richtig. Und dann wird halt die Parität natürlich nicht reichen. Und je nachdem, wie heftig das Ganze kommt, kann es genauso gut sein, dass der Euro halt eben auch natürlich jetzt nicht von heute auf morgen, aber halt in der ganzen Misere hier halt wirklich kippt. Und das heißt, also ja, scheitert vollständig. Also das ist halt nicht unwahrscheinlich. Und deswegen fühle ich mich momentan halt mit irgendwie allem, was halt
Cash in Euro ist nicht besonders wohl und habe dann halt mal angefangen, auch mal alles zu tauschen. Also das ist natürlich halt auch ne, keine Empfehlung, das muss jeder selbst wissen, aber das ist halt so meine Überlegung bei der Sache. Dem Euro traue ich da halt irgendwie genauso viel wie der Politik. Gut, aber ich soll jetzt hier kein politisches Statement werden, da sondern hast es halt aber einfach jetzt nur ein meine Thema Einschätzung. angefangen. Bitte? Da hast aber ein Thema angefangen jetzt. Ja, klar, ich will das auch gar nicht weiter ausführen. Ne? Also, um Gottes Willen, das ist natürlich halt auch nicht ohne. Von daher, da gibt es natürlich auch Leute, die haben da mehr Ahnung davon als ich, überhaupt keine Frage. Und von daher ist das jetzt halt auch hier nicht in Trade Aids, hier halt auch in irgendeiner Weise halt auftaucht. So, dann der Andreas fragt, was ich mit der Parität meine. Parität ist Euro bei 1,00. Das wäre die Parität ne, zum Dollar. Und die halt natürlich auch schon seit ein paar Jahren halt ein Thema ist. Und wo man irgendwie dachte, bei 1,04, so jetzt kommt sie. Da hat der Euro einfach mal aufgedreht über die 1,25 oder wo da halt waren. Und hat das Ganze halt mal eine Runde aufgeschoben. Aber das ist natürlich halt so das Naheliegendste, ne? Dass wir da halt dann irgendwann auch mal hinlaufen. Und aber wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass die reicht. Das ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Mir fehlen jetzt hier nur leider so ein paar Daten zu viel. Man kann es auch fibotechnisch darstellen, dass wir da eigentlich, wohin wir da eigentlich kommen. Ich glaube irgendwie auf 96, 98 oder irgend sowas um dem Dreh. Und das ist, halte ich für relativ schnell machbar. Ich meine, man muss ja halt nur mal überlegen, so eine Bewegung, klar, haben wir jetzt hier irgendwie die letzten Jahre halt immer nur so ein bisschen rauf, bisschen runter, bisschen rauf, bisschen runter, aber trotzdem haben wir halt hier einen Trend. Und jetzt wird es hier plötzlich halt mal ein bisschen lauter an der Stelle. Und man muss ja halt einfach nur mal so eine Bewegung, wie wir sie halt hier haben und da, bau mal jemand da irgendwie 3, 4 Kerzen übereinander, dann stehen wir halt da. Dann ist das Ding hier drunter. Ohne Probleme. Und das muss ja halt nur mal kommen. Also ohne dieses Geschiebe, einfach nur mal in dem Tempo in Rot weiter. Und dann wird halt das auch relativ zügig bei rauskommen. So, welche Währung ich getauscht habe, einfach nur in Dollar. Ja, habe ich ja gerade gesagt, weil es halt die natürlich halt eine Währung ist, die halt in der ganzen Welt deutlich mehr gehandelt wird als der Euro. So. Dann gucken wir mal weiter. Also, ich gehe mal nochmal wieder zurück hier in den DAO. Den hätte ich jetzt natürlich auch drin lassen können, aber ich lasse den jetzt erstmal in Ruhe. Generell, das Stundenbild habe ich ja schon erklärt. Vielleicht schnappe ich mir mal ganz kurz den DAX. Da muss ich hier nur was zumachen. Ich schätze mal, die werden es hier nachher werden im Kassamarkt erledigen. Aber generell, ne, das ist halt hier einfach Range. Da gibt es irgendwie nicht wirklich was zu entscheiden an der Stelle. Vielleicht hier mal ganz kurz, bevor ich zum DAX gehe, mal den Tageschart. Wobei, da wollte ich eigentlich die Woche aufhaben. Mal kurz gucken. So, das ne, hier ist sogar noch ein Pfeil drin. Die Zeichnung ist schon ein bisschen älter. Ich fürchte, das sieht man aber hier auch leider nicht so genau, warum, weshalb, wieso. Aber generell, was man halt hier sieht, auch wenn das natürlich jetzt schon ein paar Tage her ist. Aber wir haben halt hier, ne, also diese Unterseite von dem Cluster, das war halt bei mir irgendwann, weiß ich nicht, Anfang März halt schon bei mir in meinem im Blog halt auch drin. Und da habe ich den Punkt halt auch schon genannt. Und da hat man halt auch extrem deutlich gesehen, ich meine, das sieht man hier, das ist halt wirklich die längste grüne Kerze. Also bis dahin war es die längste grüne ever, die wir im DAO halt hatten. Und die halt auch genau da unten aufgesetzt hat. Das heißt, wir haben hier an der Stelle einfach auch tatsächlich Käufer sitzen oder zumindest mal halt solche welche, die halt hier überdeutliches Interesse halt bekundet haben, dass das Ding halt nach oben gekauft wird. Und deswegen ist der Punkt natürlich markant. Hier wurde schon mal massiv gekauft. Und hier, ich hoffe, man kann das alles erkennen, ja halt ganz genauso. Ne? Und halt nochmal, ging dann zwar runter bis kurz vor den Nullpunkt, wie ich ihn eben gezeigt habe, hier nochmal rein und dann nochmal genau hier aufgesetzt und schon wieder hoch. Ne? Das heißt, deswegen ist es auch jetzt noch in der Betrachtung, ist es immer noch eine Kaufzone. Da hat sich noch nichts dran geändert. Trotzdem kann der aber einmal hier kurz drunter, umso besser wäre es halt eigentlich, weil das hier natürlich halt schon auch extrem hoch ging. Das heißt, dass da halt unten nochmal irgendwo ein Anschluss gefunden wird. Ich habe ja letzte Woche einen Livestream gemacht, wo ich ja halt auch schon gesagt habe,
oder erklärt habe, warum der ganze Anstieg so nicht gesund ist. Und ach so, ja genau, sorry, ich sitze mit meiner Kappe hier davor. Es tut mir leid, das war natürlich keine Absicht. Also, dann nochmal in Kurzform. Also hier, ne, sieht man, ja, massiver Support, massiv gekauft, die längste Aufwärtsbewegung bis dahin, diesen DAU halt gab. Hier drunter, bis kurz vor den Nullpunkt bei 18.055, wieder rein und wieder fast genau an dem Punkt hier unten gekauft. Deswegen ist das hier halt die Zone. Was ich gerade sagen wollte ist, ich habe letzte Woche am Donnerstag war es, glaube ich, halt einen Livestream auch gemacht und auch ein Live-Trading und auch, da halt auch erklärt, warum der Anstieg, wenn der so läuft, halt nicht funktionieren kann und auch nicht da oben weiterlaufen wird nach aller Wahrscheinlichkeit oder beziehungsweise, dass es halt einfach nicht bullisch ist, wenn der da jetzt halt direkt hinläuft. Wer möchte, kann sich das hier mal angucken, ist bei mir im YouTube-Channel bei StereoTrader ist es drin, dort ist es genau erklärt und es hat auch fast exakt gepasst. Also nicht für den Tag, da ist es halt leider dann einfach nur nach oben geschippelt, sondern ist dann halt irgendwie einen Tag später, haben halt die Wochenschlusskurse, die ich aber am Donnerstag schon gesagt habe, wo die halt sein sollten, die sind dann halt am Freitag auch gekommen. Und infolgedessen hat sich das halt auch soweit bestätigt. Und deswegen gehe ich auch nach wie vor davon aus, dass auch alles andere soweit passen sollte. Ich meine, es muss nicht, ja, aber was man ja halt ganz deutlich sieht, das ist halt, dass hier einfach keiner mehr hinterherkommt, ne? Der halt wirklich so richtig, es wird halt nicht mehr richtig nachgekauft an der Stelle. Warum? Weil es hier zu schnell ging, weil das Level zu hoch ist. Klar, in so einer Situation wie jetzt, wenn da jemand hat irgendwie größere Positionen hat, irgendwie den Markt bringen möchte, dann macht das ja natürlich auch mit dem geringsten möglichen Risiko und sagt dann nicht irgendwie morgens nach dem Kaffee, ah, schön, wir stehen bei 22.400, ist ja schön gestiegen, da kaufe ich auch nochmal. Natürlich nicht, ne? Ich meine, wenn da unten 4.000 Punkte sind, das ist ja halt das letzten Endes das Risiko und das will ja keiner eingehen. Und deswegen ist natürlich, wenn das dann halt so schnell geht, macht es wesentlich mehr Sinn, hier unten irgendwo nochmal anzusetzen. Und deswegen habe ich halt auch die 19.900, die dürfte auch hier ziemlich genau sein, hier an dem Piekser von der Kerze. Deswegen habe ich die halt auch im Schirm. Das wird halt schon Sinn machen. Das wird zwar erstmal böse aussehen und da würde halt irgendwie in den Zeitungen halt wieder stehen, ja, DAU schon wieder unter 20.000, nicht gut, sehe ich halt anders. Also im Gegenteil, sondern dort wird es halt überhaupt erst attraktiv. Und wenn dann halt irgendwie sich die Lage jetzt nicht insgesamt, also wirtschaftlich wohlgemerkt, da nicht komplett drastisch wegen irgendwelchen Sachen jetzt noch weiter verschlechtert, und dann sollte da auch der nächste Versuch stattfinden und dann halt nochmal ein Anlauf hier oben hin. Deswegen ist das halt für mich alles hier auch keine Kaufzone, sondern das ist eher so die Knautschzone, ja. Und interessant wird es halt hier unten. Die werden wir jetzt aber in dem Webinar jetzt hier nicht mehr sehen. Aber wer mag, kann sich das ja mal irgendwie im Auge behalten und da auch mal einzeichnen, dann halt mal gucken, was da passiert. Und dann halt einfach mal überlegen, ob das Sinn macht, da halt nochmal zuzuschlagen. Also da halt bei, man wird es ja sehen, kommen da Käufer in den Markt oder kommen sie halt nicht. Ja, ist tatsächlich hier ziemlich genau auf dem Piekser. Kommen sie oder kommen sie nicht? Und weil sie waren schon mal da und sind hier eigentlich unter ihrer Schmerzgrenze und an dem Bereich, wo sie halt aber überfahren wurden. Von daher halte ich das hier schon für plausibel, dass es halt in der Form, wenn das halt hier runter spaziert, dann halt nochmal kommt. Es kann natürlich genauso gut sein, dass wir jetzt heute einfach nur mal hier nochmal die Unterseite von dem Cluster halt nochmal sehen, also das sind hier die 20.410 und dann halt nochmal hier oben hinlaufen und das Ganze halt noch so ein bisschen in Wellen noch ein paar Tage so geht und dann halt, das halt einfach bis nächste Woche dauert, bis wir hier unten ankommen und dann wird es man halt sehen. Kann halt auch sein, ne? Ist ganz klar. Das meinte ich auch vorhin halt so vom Zeitlichen, ist es halt immer so ein Punkt, Entschuldigung, den man halt nie so genau vorhersehen kann, aber den man halt auch nicht aus dem Auge lassen sollte. So, hier oben, ne? Einfach nur den Stop rausgeholt, wenn auch ein Plus und dann wieder weiter. Habe ich irgendwie fast befürchtet, aber ist nicht so schlimm. So, dann gehe ich mal auf den DAX, beziehungsweise ich gucke mal kurz hier rüber. Hat sich ja irgendwas getan im Gesamtbild? Ja, außer dass Öl hier wirklich nach oben ausbricht. Leider. Da habe ich ja auch schon irgendwie jetzt vor, keine Ahnung, wie viele Wochen gesagt, ich will das eigentlich da unten kaufen und habe es natürlich gestern verpennt. Ich habe noch irgendwie einen Kumpel geschrieben, ja, Öl steht quasi still. Das war halt der Bereich hier. Ja. Sowas kann ich wirklich leider richtig gut.
irgendwie mir wochenlang Gedanken drüber machen, wo ich Öl kaufe und recherchieren, wo halt der Produktionspreis liegt und wo es schmerzhaft wird und es dann verschlafen. Das ist echt, da bin ich richtig der Experte drin. Ja. Wie viele Jahre sagen wir das jetzt mit dem Öl? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja schon. Das Schlimme ist ja, ich habe es ja schon mal verpasst. Ich habe das 2015, da habe ich die gleiche Idee gehabt. Habe es auch verpennt. Ich meine, das hat sich ja seither da irgendwie halt vervierfacht, glaube ich, ne? Also, das muss man auch echt erstmal fertig kriegen. Aber ich muss aber auch mich selber da ein bisschen vor meiner eigenen Kritik in Schutz nehmen. Ich habe natürlich halt einfach durch die Entwicklung des Deotrader gibt es halt einfach Tage, wo natürlich der Markt dann halt ganz schön an mir vorübergeht, wo ich dann immer abends erst sehe, was dann halt los ist. Und ja, das ist dann halt Pech. Und ich sage mal so, ich brauche kein Glück im Trading, aber Pech kann man mir dann vielleicht ja auch ersparen. Aber ist leider nicht so. Naja, gut. Ich habe eben noch geschrieben, Kumpel, auch wenn es irgendwie unter 22 geht, dann gehe ich da halt rein. Das wäre halt so dieses Cluster nochmal gewesen. Aber hat Öl keine Lust drauf, so wie es aussieht. Schön. Ja, ne, ich meine, wie viel das dann halt hier ist, kann sich jeder selber ausrechnen, weil vor allen Dingen, ich meine, wer sich den ganzen Crash und so weiter, DAX und Dow mal anguckt, also ganz ehrlich, Öl wesentlich krasser. Wesentlich. Und allein das hier, was wir halt hier sehen, seit gestern, ist Öl jetzt fast schon um 50% gestiegen an einem Tag. Ja, das ist halt völlig wahnsinnig. Also, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das ist viel, viel, viel volatiler. Deswegen finde ich es halt auch gerade interessant, generell Öl da halt auch mal mit in die Betrachtung halt mit einzubeziehen, weil von der Vola, da kann ja kein Bitcoin, kein Tesla und kein gar nichts mithalten, was da in Öl momentan abgeht. Und das muss man sich wirklich mal überlegen. 50%. Ich glaube, der krasseste Tag im DAX und Dow war irgendwie knapp über 10%. Und an einem Tag. Und das ist halt hier mal das Fünffache, ne? Also, das ist schon recht heftig. Gut, so, ich muss mal ganz kurz dann halt hier jetzt auf Pause drücken. Ich hoffe, das kommt dann auch, was kommen soll. Genau. So, dann mache ich nämlich hier mal gerade was zu und switch dann jetzt erstmal auf den DAX rüber. Dauert gerade eine Sekunde. Also, von daher, also ich kann aber halt da wirklich sagen, ich bin ja sonst nicht der Ölhändler und wirklich nicht. Und frage mich manchmal, was macht das eigentlich oder wie funktioniert das und steige irgendwie nicht dahinter. Also nicht so wie im DAX oder Dow. Deswegen habe ich bis jetzt auch die Finger davon gelassen. Und da war es halt eher die Überlegung, so Öl kann ja nicht auf Null, ne? Also zumindest nicht dauerhaft. Vielleicht geht es einmal, ich weiß. Da gab es halt die Woche. Hier mit, wie heißt er nochmal, mit dem Markus, da hat irgendwie auch ein Interview mit so einem Ölexperten, der hat da irgendwie gemeint hat, ja, es gibt schon Ölmarken, die könnten tatsächlich mal kurz unter Null, WTI halt nicht unbedingt. Und das ist ja halt auch relativ einfache Überlegung. Ne? Ich meine, unter Null ist halt nicht, weil Öl wird gebraucht. Also ist das Risiko natürlich, kann man ja ganz klar eingrenzen. Da brauche ich ja nicht mal irgendwie ein Zertifikat oder halt irgendwie CFD oder Future oder irgendwas großartig rechnen, sondern kann er halt einfach überlegen, okay, da ist das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass es auf Null geht. Ja, und dann, wenn ich aber dann halt gedanklich meinen Stop dann halt unter Null setzen, kann ich da halt mit der Nummer einfach gar keine Verluste machen. Das ist halt natürlich die Überlegung dabei. Und die ist ja auch, glaube ich, nicht so blöd. Ja. Ja, genau. Ja, Thorsten, herzlichen Glückwunsch. Er sagt gerade, hat Öl gehandelt, finde ich gut. Wegen des Kriegens andere hin. Aber ich habe ja echt, ich meine, die hier aus der Gruppe sind, die wissen es ja. Ich habe ja irgendwann vor 2, 3 Wochen irgendwann mal halt ein Posting gestartet, wo ich gesagt habe, so, wer kennt sich aus mit Zertifikaten und Öl und kann man da mal was raussuchen, weil ich das da ja schon auf dem Schirm hatte. Ah, ich darf mich da nicht zu lange, könnte ich mich um mich selber dann doch schon ganz schön aufregen. Na gut, ja genau, hier steht es ja. Bei 20 kaufst du, hast du auch gesagt, richtig. Gut, ich muss mich jetzt kurz hier sammeln. Also, ich gehe jetzt mal auf den DAX. Also,
Den auch nochmal kurz. Ich kann da zwar halt jetzt nichts Neues dazu sagen, aber hier sind ja, wie gesagt, nicht alle, die hier dabei sind, sind jetzt unbedingt Teilnehmer, die meinen Stream halt lesen, sondern eben halt auch einige Fremde. Deswegen gehe ich da auch nochmal kurz drauf ein. Also, da hatte ich halt hier, ne, gut, das ist jetzt zu spät, die 8188, aber das war auch so eine Geschichte, die halt aus meinem Blog und aus dem Ansatz halt kam. Sieht schön aus, habe ich aber auch nicht gemacht, aber halt zumindest mal schon morgens vorher grün fett gemacht und das Ding als Support deklariert und man sieht ja, wie es gelaufen ist. So, nichtsdestotrotz, wir sind ja jetzt im Hier und es geht ja nicht um das, was gewesen ist, sondern um das, was kommen sollte. Also hier, ähnliches wie im DAO, hier ist es nur ein bisschen besser greifbar, finde ich. Da hatten wir diesen Anstieg, das war wie gesagt letzte Woche. Am Donnerstag hat, wo ich das halt ja gesagt habe, wie gesagt, den gibt es bei YouTube, den Stream dazu, habe ich halt auch gesagt, so irgendwie direkt ab hier weiter klappt nicht, der soll halt da runter, mindestens erstmal halt hier auf die Orangene bei 9380. So, das hat er dann gemacht, mit einem Tag Verzögerung, und zwar exakt hier drauf gebremst und da halt nochmal reagiert, aber, habe ich auch schon gesagt, reicht eigentlich nicht, ja, und da hat er, was ist dabei rausgekommen, kein neues Hoch, ne? Wir haben hier leicht abfallende Hochs und dann halt wieder dahin. So, und deswegen macht es halt jetzt überhaupt gar keinen Sinn, das jetzt hier anzunehmen, dass jetzt hier ab weiter long geht. Das gibt für mich gar keinen Sinn. Das Einzige, was mir für mich Sinn ergibt, das ist, dass wir an letzter Woche ansetzen und dann halt hier an diesem Level dann halt auch nochmal starten. Das sind 9,115. Ne? Das sind jetzt natürlich wieder 400 Punkte runter, sieht wieder erstmal blöd aus, aber würde zusammenpassen halt mit dem, was ich halt zum DAO gesagt habe. Wie gesagt, ein DAO kann ich nicht ganz so gut greifen. Dort habe ich halt 20.410 und 19.900, das liegt 500 Punkte auseinander, das ist ein bisschen viel. Ich glaube aber nicht, dass wenn der DAX sich hier jetzt mal runter bemüht, dass der arg weit unter die 9.115 halt kommt. Ich glaube es nicht, ne? Ich meine, man muss natürlich dann auch genau hingucken, aber das würde halt auch Sinn machen. Auch aus dem einfach aus dem gleichen Grund, ne? Wir hatten halt hier dicken Widerstand, ne, sieht man ja halt mehrfach, einmal, zweimal, so und dann dreimal und dann läuft es da durch, einfach so, was ist mit all denen, die hier irgendwie auch mal gucken wollten, das ist, sind halt so ganz einfache Überlegungen, die halt aber meistens wirklich aufgehen und deswegen halt und auch von einfach vom Grundsatz der, der Paritätsumkehr, ich weiß, man kann es nicht mehr hören, aber es ist halt letzten Endes das, wie man den Markt wirklich am besten zu greifen gibt, finde ich. Und einfach die beste oder die eine der einfachsten Strategien, die halt eine hohe Verlässlichkeit haben. Und das bedeutet nichts anderes als Widerstand, der halt gekauft wurde, wird zum Support. So, und da wird diese eine kleine Stundenkerze, die wir hier hatten, nach dem allem, was davor passiert ist, nicht ausreichen. Und deswegen ist es halt hier jetzt erst halt auch mal ein Support an der Stelle und deswegen werden wir da halt auch Käufer sehen. Und ohne Konjunktiv. Die Frage ist natürlich nur, wie weit kommen die? Ja, und da ist natürlich mein Wunschszenario ist halt, dass wenn wir hier hinlaufen, dass wir dann halt nochmal den Anlauf hier mit einem tieferen Tief starten und dann halt oben über die 10.115 war das hier oben an der Stelle, da halt dann auch wegziehen. Also ab hier räume ich dem dafür keine Chance ein, ab hier allerdings schon. Es kann natürlich dann sein, dass die dann halt auch alle sagen, nö, wir haben jetzt keine Lust mehr, aber die Chance halte ich für sehr gering. Wir werden hier Käufer sehen, wir werden hier Bewegung im Markt haben. Da bin ich mir zu 99, ja, lass es mal bei 99% stehen, sicher, dass die halt kommen werden und dass es halt heftig reagieren wird. Das muss nicht punktgenau sein, aber wir werden hier Bewegung kriegen in alle Richtungen. Und da schiele ich halt jetzt aber auch schon seit einer Woche drauf auf diesen Punkt. Und das ergibt sich im Tageschart ganz genauso, glaube ich, weil hier macht jetzt Handeln keinen Sinn. Ich glaube, das erkennt man ja auch irgendwie selber, ne? Warum ich da jetzt keinen Live-Trade mehr da halt irgendwie dran setze, weil es halt einfach irgendwie nur auf der Stelle steht gerade. So, hier ist der Wochenchart. So, gucken wir uns das mal an. Das ist eigentlich ganz schick, was er hier gemacht hat. Wir haben nämlich halt hier, das ist die, mal nochmal, von dem Ansatz Außenstäbe, Kontext, den ich ja halt auch immer ganz gerne hernehme, wo man halt auch schon so ein bisschen Verlässlichkeit da auch rauskriegt, ist halt einfach, wir haben hier den letzten Außenstab nach unten,
So, und der wurde gekauft. Das heißt, wir haben hier tatsächlich ein bullisches Engulfing. Und was man ja halt auch sieht, ist so, wenn man die jetzt mal die Grenze einfach mal hier einzeichnet. Also hier ist der Außenstab zu Ende. Drüber geschlossen. Ich meine, klar, hier nicht weitergelaufen, ist aber auch okay. Und da hatte ich auch gesagt, da wird die Wochenkerze enden. Ne? So in der Richtung dazwischen. Das hat ja auch gepasst. Und was man halt hier jetzt sieht, ist einfach, dass halt hier einfach im Wochenchart da auf dem letzten Widerstand halt aufgesetzt wurde. Und wird dann hier nochmal weiter versucht, aber es hat noch kein neues Hoch. Aber generell passt das halt. Ne? Und jetzt hat natürlich die Wochenkerze, deswegen wäre das natürlich eigentlich schick, wenn das heute kommt. Die hat halt schon ein bisschen Luft hier weiter nach unten zu reagieren. Hauptsache, wir schließen halt wieder hier oben drüber. Und dann kann es halt entsprechend auch laufen. Das heißt, auch das rein vom Bild her ist halt schon ein Punkt, wo ich sage, das kann halt funktionieren. Und halt auch, wenn man das mal prozentual in Korrelation setzt, ich habe jetzt die Zahlen leider nicht ganz im Kopf, aber auch da ist es eben so, dass der DAX halt prozentual deutlich weiter gefallen ist als der Dow. Dow zwar in Punkten irgendwie ganz übel, aber der DAX nicht nur prozentual, sondern eben auch unter Null. Ja, also Null im Sinne von, wenn ich mal bei der Trump-Wahl da halt anfange an dem Tag, da sind wir da halt einfach drunter gerutscht. Und zwar doppelt so tief, als wir jemals drüber waren. Und beim Dow ist es halt gar nicht so. Ne? Der Dow, wie gesagt, war noch nie im Minus seither. Und vor allen Dingen ist er nicht drunter gerutscht und ist nicht so viel gefallen wie der DAX prozentual. Und deswegen, das kommt natürlich auch so ein bisschen in die Überlegung hinzu. Das heißt, der DAX war halt hier vielleicht ein bisschen schnell unterwegs. Und von daher hat der natürlich für meine Begriffe, weil die Korrelation ja gerade so ein bisschen auseinanderklafft oder halt geklafft ist, deswegen hat er auch schon für meine Begriffe das Potenzial, da halt irgendwie da nochmal ein bisschen weiter und schneller zurückzulaufen, prozentual, als halt der DAX das halt irgendwie macht. Spielt natürlich halt auch nochmal da mit rein. Also jetzt ohne hier irgendwas zu malen. Und was, denk an meine Kappe? Ich lese hier die Kommentare mit. Ohne halt was zu malen, aber halt, das kann man sich ja in Zahlen eben auch entsprechend halt darstellen. Na, jetzt kriege ich, ne, jetzt muss ich ja noch nachtreten. Hast du eigentlich Öl gehandelt? Danke für die Nachfrage. Genau, das Zertifikat, was der Sigi da halt rausgeholt hat, sich verzehnfacht. Ja. Das dachte ich mir. sind alle so nett und drücken einen drauf. Ja, ne? Da wird echt gerade mal nachgetreten. Ne? Aber ich habe dir ein Fass Öl, habe ich dir auch bestellt. Sollte dir ja, gebrauchen. Schön. Ja, das tut echt weh, ne? Wirklich, das tut wirklich weh. Also. Ich wollte das auch nicht mit so einer kleinen Position machen. Ja, verzehnfacht. Naja, gut. Ich heule nach dem Webinar. Ich halte mich jetzt einfach ein bisschen zurück. Also, das hat hier, ne, die Wochenbetrachtung im DAX. Und hier sieht man halt auch so das bisschen, was wir da haben als Linie, was ich aber halt hier als einziges für relevant halte. Ist halt eben das, was wir halt jetzt sehen. Also mehr ist da halt einfach auch nicht. Ne? Wir haben halt hier unten, da in dem Bereich, haben wir halt die letzten Tiefs hier von 2014 mal kurz nach unten angeknackst. So, dann aber halt hier jetzt, wie gesagt, das Engulfing, was wir haben. Wir laufen hier in dieses Cluster gerade zurück und der nächste Punkt wäre tatsächlich erst hier oben, ja, wo der auch wiederum nach dem typischen Paritätsumkehrprinzip, das hier war ein Support mehrfach. Einmal Support, richtig heftig, nochmal Support, dann wurde das Ding verkauft und deswegen ist das jetzt erstmal die nächste Anlaufstelle. Ab der es dann aber halt auch leider eng wird, muss man leider auch schon wieder sagen. Das heißt, wenn wir auf 10.400 irgendwo in dem Bereich halt hier laufen, das ist 284 sitzt hier genau, aber das wird ja nicht so genau funktionieren, da wird es halt leider wahrscheinlich ganz schön eng. Und da kann die ganze Geschichte leider dann auch schon wieder weiter kippen. Muss man halt eben dann gucken, wie sich das Ganze darstellt. Oder aber es wird wie hier, dass wir es schaffen, das zurückzukaufen, halt allmählich, aber sicherlich nicht mal ebenso. Ganz bestimmt nicht. Und das nächste hier oben genauso wieder. Ne? Das sieht man halt, die 11.400, falls wir da überhaupt hinkommen. Nicht nur, dass wir da dort halt jetzt ein Gap haben, sondern es ist halt einfach hier der letzte Support an der Stelle. Ne? Da Support, Support, verkauft, also jetzt Widerstand. Und da ist eigentlich, sollte man eher ein bisschen tiefer sogar ansetzen, nämlich tatsächlich hier
in der Farbe nicht, glaube ich, nicht dran, hoppla, sondern halt wirklich dann auch hier so in dem Bereich. Und da so sollte das ungefähr passen, ne? So ein paar Punkte tiefer. Und bei Gap, obwohl das wäre noch nicht wirklich ein Gap Close, ne? Also irgendwo hier dazwischen, da dürfte es halt eng werden. Das heißt, wenn man das Ganze nach dem einfachen Wenn-Dann-Prinzip halt angeht, wenn wir da oben hinlaufen sollten, ist das höchstwahrscheinlich ein ziemlich guter Short-Entry, wo man halt auch, kommt natürlich auf die Reihenfolge an, aber wenn wir es schaffen sollten, von hier bis dorthin zu laufen, 11.400, das ist wahrscheinlich aber eher dann Richtung Herbst zu suchen. Wenn wir das schaffen sollten und dann halt in einer Bewegung als Beispiel, dann wäre das ein sehr, sehr guter Punkt, um da halt nochmal die ganze Geschichte nochmal nach unten zu befördern und dann halt nochmal einen zweiten Test zu unterziehen, wenn wir es denn schaffen. Das ist natürlich halt leider genau der Punkt. Aber irgendwie ist das so ein bisschen, ich bin so ein bisschen skeptisch, dass das so ohne weiteres funktioniert. Ja, einem Trade nachweinen habe ich mir schon lange abgewöhnt, es kommen neue Chancen. Das stimmt so leider auch nicht, ne? Also ich meine, wir reden halt hier über eine Zeitspanne irgendwie von 5 Jahren, die dazwischen liegt und wo ich jetzt eigentlich 5 Jahre da nochmal drauf geschielt habe, mich 5 Jahre damit auseinandergesetzt habe, der kommt nicht mal eben nochmal, ne? Also ich meine, wenn es jetzt halt irgend so irgendeine Nummer ist, ja, klar, egal, ne? Aber bei sowas, das ist halt echt schon was ganz anderes. Aber gut, ich bin es ja selber schuld. Vor allen Dingen, wenn man sich halt eben lange Gedanken drüber macht. Das habe ich schon mehr als einmal hingekriegt. Also das sollte so nicht sein. Aber jetzt hört mal auf damit. Ich werde hier noch, komme noch schlecht drauf. So, Nelson, noch mal ganz kurz. Die Zahlen, wie sind die ausgefallen? Damit ich da auch mal irgendwie überhaupt weiß. Genau, das war minus 701.000. Okay, prognostiziert waren wie viel? Oder ist das die Abweichung? Nein, nein, das waren die Zahlen. Ich glaube, Prognose war erwartet minus 100. Ja, und die Abweichung entsprechend 601. Und die Zahlen vorher wurden auch revidiert auf minus 57.000. Ja. Nee, aber halt hier, was die Frage halt angeht, ich meine, was das ist ja halt, war ja zu erwarten. Ich meine, egal, was da halt prognostiziert ist und der Markt ist halt ganz schön angeschlagen insgesamt. Deswegen wird das jetzt heutige keine besondere Auswirkung, so behaupte ich halt mal irgendwie auf die Eröffnung da halt noch haben, die jetzt da halt irgendwie ganz besonders aus dem Ruder laufen würde. Glaube ich nicht. Also eher halt, ne, von wie ich es halt gerade auch gezeigt habe, von dem Bild, wie was halt jetzt halt eben sich darstellt, die Kasse wird es wohl fertig machen. Also ich meine, ich kann dem auch leider gar nichts mehr hier hinzufügen, von dem, was ich jetzt nicht schon erklärt habe. Und ich glaube einfach, dass die halt das nochmal nach unten dann halt ausloten. Ich hoffe es eigentlich, ne? Nicht, weil ich den Dow nach unten in die Wüste schicken will, sondern halt einfach, weil das wesentlich interessanter wäre für die Käufer. Ne? Und nicht dieses hier an der Decke rum, was heißt an der Decke, ne? Ich meine, wir sind an der Kellerdecke, wenn überhaupt. Da halt irgendwie die ganze Zeit kleben, das bringt halt nichts. Dann lieber nochmal unten in Richtung Boden nochmal Anlauf nehmen und dann halt mit dem Vorschlaghammer da oben durch. Und macht halt mehr Sinn. Und deswegen hoffe ich einfach auch, dass da nicht irgendwie der Markt sich da halt irgendwie festfrisst hier in dem Bereich, wo wir es halt, wo ich es ja gerade gezeigt habe oder wo wir halt einfach gerade stehen und da dauernd versucht, da irgendwie ohne Anlauf durchzukommen, es wird nicht funktionieren. Und je länger es dauert, umso blöder wird es dann halt auch nachher. Das heißt, dann ist die Chance viel zu groß, dass das da unten alles nicht mehr hält oder wir nochmal tiefer ansetzen müssen. Deswegen wäre ein gesunder Verlauf erstmal ein Stück weit rückwärts und dann halt zuschlagen. Ich meine, heute ist halt auch Freitag, ne? Darf man nicht vergessen. Freitag ist schon mal ganz gut für ziemlich abgefahrene Bewegungen. Und das macht schon Sinn. Also da würde es mich dann auch gar nicht wundern, wenn er jetzt als Beispiel irgendwie nach der Kasseeröffnung jetzt nachher nur halt irgendwie nach unten purzelt und dann nicht mehr wegkommt, wenn dann heute Abend um 9:30 die Rakete ausgepackt wird. Also das würde mich dann überhaupt nicht wundern. Und würde dann halt auch passen, dann würden wir halt auch mit deutlich grün ins Wochenende starten können, wenn das halt so kommt.
Wir werden sehen. Und andersrum ist halt gefährlich, weil man jetzt halt irgendwie nach oben klettert und dann halt bis heute Abend um, keine Ahnung, 21 Uhr da oben rumklebt, dann wird es höchstwahrscheinlich genau andersrum ausgehen. Und dann starten wir nächste Woche schon wieder mit einer großen Unsicherheit. Deswegen so explizit für die Kassaeröffnung, wie ich es ja hier auch schon oft gemacht habe im NLFP-Webinar, wo man halt irgendwie genaue Punkte ausloten konnte, kann ich hier eigentlich nicht wirklich. Ne? Also würde ich gerne, aber das ist funktioniert heute nicht. Dafür ist es viel zu viel Gestehe auf der Stelle rum. Ja, gut. So, ich bin da eigentlich auch irgendwie so weit durch, wenn da keiner was dagegen hat. Und Wolltest du noch was zum Öl sagen, oder? Ich bin wieder da. wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr. Ne? So heißt es doch. Ich merke mir das, Nelson. Ich merke mir das. Du weißt das. Ja, das weiß ich. Du weißt, wo dein Haus So. wohnt. Ja, ich weiß auch, wo dein Haus wohnt. Ist auch nicht weit weg. Sehr gut. Genau. Bedanke ich mich. Habe mich echt wirklich gefreut, wieder hier zu sein. Und Ja, ich ich mich bin echt auch, bis ich gehört überwältigt. habe, dass du da bist, aber. Bin aber wirklich auch überwältigt, wie viele Leute heute dabei waren. Wahnsinn. Echt schön. Vielen, vielen Dank dafür. Und lieber Dirk, wir hören uns ja sogar schon am Dienstag wieder. Live-Trading, Viertel von neun. Und da Genau. würde ich mich freuen, wenn Sie auch alle dabei sind. Bis dahin natürlich, wenn Sie heute noch handeln. Passen Sie wie immer auf Ihre Position auf, genießen Sie ein bisschen das Wochenende und hoffentlich dann gesund und ausgeruht, dann nächste Woche wieder, wie gesagt, Dienstag, Viertel vor neun. Und vielen Dank, Dirk, und übergebe sehr gerne dir das Schlusswort. Ja, nee, also ich fand es auch schön. Also vor allen Dingen, weil halt wirklich viele da waren, ist natürlich echt klasse. Und so macht das natürlich auch Spaß. Und ja, ich hoffe natürlich halt wie immer, dass der ein oder andere was für seine Betrachtung mitnehmen konnte. Und das ist ja der Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte hier. Und mit der Bewegung habe ich es so ein bisschen verschätzt. Ich hätte halt schon gedacht, dass es halt ordentlich rappelt, aber hat es halt nicht. Aber das kann natürlich jetzt halt noch kommen, ne, zur Kassaeröffnung schon möglich. Deswegen aufpassen. Und ist auch das richtige Stichwort, aufpassen. Passt auf euch auf eure Gesundheit. Ganz wichtig natürlich in dieser Zeit und macht keinen Quatsch und keine Risiken eingehen und lieber mal irgendwie die Füße stillhalten. Mir ist auch langweilig zu Hause. Also ne, geht wahrscheinlich irgendwie jedem so. Würden alle mal irgendwie gerne Nein, los. wir nicht. Und aber so ist es halt. Man kann es halt momentan nicht ändern. Man muss das Beste draus machen. Wird auch wieder anders. Wann weiß keiner. Aber so lange muss man halt durchhalten. Deswegen bleibt gesund. Und ja, wir sehen uns am Dienstag wieder. Die meisten sind ja eh zu Hause, oder was heißt die meisten? Aber viele sind ja sicherlich zu Hause. Von daher am Dienstag um, wann sind wir dran? Viertel vor neun, ne? Oder sowas. Richtig. Genau. Und wer Lust hat, kann ja gerne nochmal dann dazukommen. Und wer möchte, kann natürlich halt eben auch mal in den Blog gucken. Wieso ist denn schon die Rolle schon wieder weg? Irgendwie ist hier alles verstellt. Manchmal, da ist es doch, oder? Ja, so. Kann natürlich irgendwie gerne auch mal in den Blog gucken, in der Gruppe vorbeikommen oder halt eben im YouTube-Channel, wo ich ja mittlerweile auch ein bisschen aktiver bin als vorher. Gut, dann sage ich ja an der Stelle Dankeschön. Habt ein schönes Wochenende. Danke auch, Nelson, dass du da warst. War ja dann doch ganz okay. Freue mich ja schon so ein bisschen. Ich gebe es nur nicht zu. Muss ja auch nicht alles wissen. Und wünsche euch ein schönes Wochenende. Macht draus, was draus zu machen ist. Und passt auf euch auf.